So einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen aus München zum heutigen Wochenausblick, wie immer Montagabend um 20:30 Uhr hier live. Und wie immer auch dazu die Frage an euch: Ist der Ton gut zu hören und ist mein Bild bereits zu sehen, sodass wir loslegen können und dementsprechend auch die Aufzeichnung anschalten können? Wenn das bei euch alles passt, dann schreibt mir bitte ein ganz kurzes Feedback hier in den Chat rein, dass wir, wie gesagt, hier einfach loslegen können. Das Feedback kommt schon. Bei allen scheint das soweit in Ordnung zu sein. Und dementsprechend schalte ich die Aufzeichnung ein. Ihr findet diese wie immer unter tradingstars.de. Rechts oben einmal auf YouTube klicken und dann findet ihr hier meinen Kanal und findet da dann auch in den nächsten Stunden das heutige Video, die heutige Aufzeichnung. Wie immer am Montagabend wollen wir kurz auf die Wirtschaftstermine schauen für die kommenden Tage. Was könnte die Märkte hier bewegen? Was ist wichtig? Im Anschluss schauen wir dann auf die Handelspositionen, die aktiv sind und natürlich auf die wichtigsten Basiswerte, DAX, Devisen, Rentenmärkte, die wichtigsten Rohstoffe und natürlich dann auch hier wieder der Aufruf an euch, Wünsche einzustellen und Basiswerte zu nennen, die euch interessieren, beziehungsweise Trading-Setups, die ihr eventuell tradet oder für interessant erachtet, hier zur Diskussion zu stellen. Dazu die Möglichkeit, entweder das Ganze hier im Chat zu machen, die Möglichkeit auch euer Mikrofon freizuschalten, Entschuldigung, oder natürlich auch hier wie immer unsere E-Mail-Adresse info trading-stars.de, um hier eventuell auch, wenn ihr unter der Woche mal was habt, was euch bedrückt oder was euch interessiert, mir einfach zukommen zu lassen. Der Marco hat das auch gemacht, der hat mir schon einen Chart zugeschickt für den DAX 30. Da werden wir uns natürlich dann das Chartbild auch gleich mal anschauen, wenn wir dann den DAX diskutieren. Marco, sollte ich es vergessen, bitte nochmal ganz kurz im Chat dran erinnern, aber ich denke, ich werde es nicht vergessen. So, Rudi aus Innsbruck ist auch wieder dabei. Das ist wunderbar. Grüße nach Österreich an dieser Stelle. Und hier auch nochmal der Hinweis an alle Interessierten. Wir haben auf tradingstars.de die nächsten Events angekündigt auch schon. Wir waren ja jetzt auf den IB Days von Michael Vogt, Investor and Business Days in Frankfurt. Ein oder andere hat auch teilgenommen und zugeschaut. Es war eine sehr gute, informative Veranstaltung. Der Stefan war vor Ort, ich war vor Ort. Wir haben vier Vorträge da gemacht und das war eigentlich ein durchweg positives Feedback. Nochmal ganz wichtig, wer aus dem Raum Berlin kommt, also in der Hauptstadt wohnt oder in der Gegend, der könnte dort morgen Abend im Rahmen der Regionalgruppe VTHD e.V. auf den Stefan treffen. Das heißt hier die Möglichkeit, für ein persönliches Kennenlernen und natürlich auch für einen recht interessanten Vortrag, wie immer vom Stefan. Das heißt, wer ihr also aus der Gegend kommt und Lust hat, der ist dazu gerne eingeladen. Normalerweise kostet das für Nichtmitglieder 30 Euro. Wenn ihr euch vorher kurz anmeldet per E-Mail und sagt, dass ihr von uns kommt, dann seid ihr da kostenlos dabei. Ansonsten haben wir hier am 1.4. dann in Köln den Stefan und mich vor Ort und am 2.4. in Hamburg dann nur ich im Rahmen der Active Trades Trading Tour. Ansonsten, wie immer natürlich montags der Wochenausblick und dementsprechend hier auch die Möglichkeit, live dabei zu sein. Wichtig für diese Woche aus Sicht der fundamentalen Daten ist, dass die Wall Street bereits die Zeit umgestellt hat. Das heißt, die eröffnet nicht wie gewohnt um 15:30 Uhr den Handel, sondern diesmal um 14:30 Uhr die ganze Woche und endet im Handel um 21 Uhr bereits. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Woche das auf dem Schirm habt, dass einfach die Zeitverschiebung, weil wir später umstellen auf die Sommerzeit und die USA schon umgestellt haben, hier das Ganze so ein bisschen auf dem Schirm habt, dass sich also auch die Haupthandelszeiten am Nachmittag dann nach hinten bzw. nach vorne bei uns verschieben. argusfx.com und dann im Bereich Research und Schulungen der Wirtschaftsdatenkalender, welcher hier im Grunde genommen alles beinhaltet, was euch interessieren
könnte. Besonders dann, wenn ihr auf Forex handelt. Ich schicke euch kurz nochmal den Link durch. Besonders dann, wenn ihr Forex tradet, ist das hier optimal gelöst, weil ihr einfach die ganzen regionalen Events hier implementiert habt. Wir schauen jetzt aber an dieser Stelle nur auf die wichtigsten für die Märkte allgemein. Wenn ihr also bestimmte Währungspaare tradet, dann solltet ihr also hier täglich mal reingucken und dementsprechend prüfen, beispielsweise für morgen, was hier interessant werden könnte. Und ihr seid, da ist wirklich eine ganze Reihe an Daten alleine für morgen schon drin in diesem Eventkalender. Wir haben beispielsweise 13:30 Uhr, also wie gesagt eine Stunde früher als sonst, die Erzeugerpreise USA und auch den Einzelhandelsumsatz. Wichtig bei Argus ist hier die Zeit nochmal plus eine Stunde zu rechnen. Also diese Woche ist es sozusagen dann durchaus ja, etwas komplizierter, das Ganze. Aber ihr müsst also hier immer eine Stunde dazu rechnen. Könnte man vielleicht dann hier irgendwann in gewisser Weise nochmal umstellen, irgendwann, dass auf der deutschen Seite hier die deutsche Uhrzeit angezeigt wird. Im Moment ist es aber halt so, dass hier GMT plus 1 zu rechnen ist. Ja, die wichtigen Termine habe ich genannt für morgen. 13:30 Uhr Erzeugerpreise USA und Einzelhandelsumsatz USA. Kann man also als wichtigen Termin sehen. Richtig, der Renner ist es jetzt erstmal nicht. Wir haben um Mittwoch den interessanteren Tag. Da haben wir dann nämlich den Zinsentscheid der Federal Reserve, also der US-Notenbank. Das Pendant, also sozusagen zu unserem jüngsten Zinsentscheid hier in Europa. Wir haben um 19 Uhr hier den Zinsentscheid, 13:30 Uhr im Vorfeld, die Verbraucherpreise für den Februar in den USA. Aber hier wahrscheinlich das Ganze im Schatten. Wie gesagt, diese Woche im US-Zinsentscheid, der ist sehr, sehr wichtig. Donnerstag 13:30 Uhr der Philly Fed Index. Kann man als Termin wahrnehmen, muss man aber nicht. Also hier werden die Würfel am Mittwoch fallen, das habe ich gerade schon gesagt. Schau mal als letztes noch auf den Freitag, da kommt 15 Uhr dann das Konsumklima für die USA raus und dann war es das eigentlich für die gesamte Woche auch schon. Ja, hier ist dieser Termin zu sehen. Wir sind soweit durch mit den Terminen. Schaut euch das an hier, wie gesagt, wer beispielsweise im kanadischen Dollar handelt, der sollte solche Events, und das ist hier sehr schön dick rot gekennzeichnet, dann unbedingt auf dem Schirm haben. Beginnen wir mit einer Analyse mit dem Blick auf den deutschen Aktienindex. Hier möchte ich, wie gesagt, jetzt auf den Chart vom Marco zu sprechen kommen. Der Marco hat mir einen Chart eingestellt, der hier zunächst mal mit einer Broker-Software scheinbar gemacht ist und den DAX darstellt. Cash bedeutet also die Kasse, Performance-Index, nicht den Future, in dem Tageschart. Rückwärtiger Raum beträgt hier ungefähr 10 Monate. Das ist also zunächst mal soweit korrekt. Und wir sehen also hier gewisse EMAs eingezeichnet. EMA 200, sie rot dargestellt. Und dementsprechend auch die anderen EMAs, wie ich sie jetzt persönlich nutze. Und wir sehen hier jetzt eine ganz klassische Analyse. Den MACD wollen wir jetzt mal rausblenden, weil ich den persönlich nicht unbedingt als notwendig erachte hier in so einem Chartbild. Wir sehen aber hier eine SKS-Formation inverser Natur, die hier die linke Schulter, Kopf und rechte Schulter hat. Eine kleine doppelte Unterstützung hier und eine gebrochene Trendlinie, die der Markt schon nach oben genommen hat. Und der Pfeil hier geht nach oben. Das heißt, die Analyse ist zunächst mal bullish. Gefällt mir ganz gut an sich dieses Chartbild. Wir haben die Trendfilter drin. Wir haben eine technische Formation drin, wir haben auch eine klassische Trendlinie drin, die hier gebrochen wurde vom Kurs, wir haben ein doppeltes Tief drin und dementsprechend würde mir hier jetzt an dieser Stelle einfach de facto fehlen der Einstieg. Wie steige ich ein zum Marktpreis oder will ich mit einem Buy-Sell Limit Order da reingehen? Der Take-Profit fehlt mir hier und natürlich der Stop-Loss. Aber an sich ist die Analyserichtung, um einfach mal festzustellen, wo könnte der Markt jetzt hingehen, an sich gelungen hier und dementsprechend auch sehr, sehr gut. EMA 200, merken wir uns mal, steht hier bei 10.250 Punkten ungefähr. Jetzt schauen wir mal,
in den Trade Chart und sehen hier den EMA 200 bei 10.240 Punkten. Das ist jetzt relativ wichtig, auch wenn das jetzt nur 10 Punkte Unterschied sind. Im richtigen, im echten DAX also, in der ordentlichen Analyse-Software, steht der EMA 200, also die 200-Tage-Linie, hier an einem Kursbereich von 10.240 Punkten rund. In der Software, die hier verwandt wurde, steht der EMA woanders. Problem ist, wenn man beim Broker direkt analysiert, zieht man ja hier im Grunde genommen die falschen Kurse, weil dieser Broker taxt ja den DAX nicht so, wie der echte DAX gehandelt wird. Und dementsprechend empfehle ich an dieser Stelle unbedingt nochmal, trennt das Brokerage, also das Brokerage liegt im MT4, das liegt beim Broker, dementsprechend bei Argus FX. Im MetaTrader aktiviere ich meine Positionen und manage meine Positionen. Was ich nicht mache, ist hier auch Analyse zu betreiben, weil einfach ich an dieser Stelle dann unbedingt aus meiner Sicht jetzt persönlich das Ganze trennen sollte. Das heißt, ich habe hier eine Arbeitsplattform und ich habe eine Trading-Plattform. Der Rudi schreibt mir gerade, dass er technische Probleme hat, immer noch das Standbild sieht, Tonprobleme auch hat. Ich nehme mal an, dass die anderen, da ich ansonsten noch keine negativen Feedbacks gehört habe und wir doch recht viele hier sind, dass es dann beim Rudi tatsächlich an der eigenen Internetleitung oder anderen Einstellungen liegt. Ich würde dann dem Rudi empfehlen, einfach nochmal komplett abschalten und hier versuchen, dann nochmal sich neu einzuwählen. Das wäre also hier die beste Lösung. Wie gesagt, bei den anderen funktioniert es und die schreiben es auch gerade nochmal alle fleißig. Danke dafür übrigens. Ja, wie gesagt, wichtig ist hier Analyse nur bedingt beim Broker zu halten und hier am besten das Ganze voneinander zu trennen. Macht auch Sinn, weil hier kann ich mir also ein Bild malen. Ich kann mir also eine Trading-Richtung ausmalen. Und wenn ich das hier beim Broker mache, ist einfach die Gefahr zu groß, dass das die ganze Zeit sozusagen in meinem Kopf hier wechselt mit dem Chartbild und dass sozusagen kein fester Plan besteht, dass ich also auch die Positionen dann anfange zu drehen. Schauen wir uns den DAX also im klassischen Trade-Signal-Chartbild an. Kursindex, langfristiger Wochenausblick. Wir sehen hier die Situation, wie ich sie letzte Woche schon mehrfach dargestellt habe. Verkaufssignal mit Unterschreiten des EMA 200 nachhaltig auf Wochenschlusskursbasis auch die Vorläufertiefs unterschritten. Dementsprechend, wie gesagt, hier rot markiert ein Verkaufssignal und dann wenige Wochen später mit dem Wochenschlusskurs darüber wieder ein Kaufsignal. Wenn wir uns die anderen kleinen Durchschnitte anschauen, sehen wir, dass der EMA 100, 50 und 20 sich zum Trendfilter hin zusammenzieht und der Trendfilter selber von links nach rechts ohne nennenswerte Steigung über den Bildschirm läuft und dementsprechend hier das Ganze sich so darstellt, dass wir einfach eine Phase haben, in der die gleitenden Durchschnitte uns eine Preisfindung anzeigen und dementsprechend keine Dynamik im Markt vorherrscht. Die Trendmatrix wäre in diesem Fall hier weiterhin auf gelb zu belassen und es empfiehlt sich also hier nicht, einen Trade einzugehen. Im Kurzindex hat sich dieses Bild leicht verändert mit der aktuellen Woche, weil wir einfach hier nochmal deutlich über den EMA 200 angestiegen sind jetzt mit dem heutigen Tage und auch wieder angekommen sind und das ist sehr, sehr schön. Beschreibend wird das sogenannte Haupteffizienzlevel, also dem Point of Control, hier dieser Magnet wieder erreicht wurde. Das heißt, das Haupteffizienzlevel jetzt, wie so oft in der Vergangenheit, auch wieder angelaufen wurde. Und dementsprechend also hier der Markt jetzt wieder eine Möglichkeit hat, das Ganze hier final zu entscheiden, indem er sich einfach wieder absetzt vom gerade erreichten Niveau. Vom gerade erreichten Niveau ausgehend dürfen wir davon ausgehen, dass er sich hier aufhalten wird, dass er hier weiterhin Fehlsignale generieren kann und einfach genau wie hier, solange er sich da wohlfühlt, in dieser Zone auch verbleiben möchte. Steffen hat mir noch eine Frage eingestellt. Wie ist Ihre Meinung zu den offenen Gaps oben und unten? Was könnte zuerst geschlossen werden? Okay, da gehe ich mal davon aus, dass wir hier vom Performance-Index sprechen. Also die Lage aus dem Wochenchart ist einfach nochmal diese. Wir bleiben hier gelb, wir bleiben hier ohne
wirkliche Tendenz und wollen uns also hier zunächst mal vom Markt zeigen lassen, wo er denn hin möchte. Gaps haben wir jetzt im Performance Index einmal hier. Das sieht man jetzt als Laie gar nicht unbedingt. Dazu muss man sich den Kerzenchart sozusagen genau angucken. Wir haben ja hier einen Schlusskurs. Ich habe ihn hier schon markiert. 9498,15 mit der roten Linie. Das war also der Schlusskurs dieser Kerze. Und der nächste Open-Kurs war dann erst hier oben bei 9671. Das heißt, das hier ist im eigentlichen Sinne eine Kurslücke und dann natürlich auch zum heutigen Öffnungskurs wieder eine Kurslücke. Die sieht man dann, wenn man runtergeht, den Stundenchart H1 umso schöner. Das heißt, wir sehen von hier unten nach hier oben die Lücke und wir sehen von hier nach hier eine Lücke. Traden könnte man das jetzt natürlich eher nach Norden, beziehungsweise, Entschuldigung, nach Süden. Man kann Kurslücken relativ einfach handeln. Es gibt die statistischen Beweise dafür, dass sie sich in der Masse schließen, aber nicht immer. Also es gibt bis jetzt immer noch Kurslücken, die offen sind im historischen Sinne. Beispiel hier, große Kurslücke wurde nie geschlossen, also bis heute nicht geschlossen. Im Stundenchart sind wir jetzt unterwegs. Hier ist es jetzt so, dass man eine Kurslücke, wenn man weiß, dass sie tendenziell aber irgendwann geschlossen wird, wie hier beispielsweise der Fall oder hier der Fall, natürlich auch traden kann. Recht einfach morgen früh, wenn wir in die Kurslücke reinlaufen, also hier nach unten gehen, in den DAX Short gehen und den Stop-Loss einfach hier über das heutige Tageshoch legen und den Take-Profit dahin legen, wo eben die Kurslücke dann geschlossen wird. Beispiel, ich gehe morgen früh Short mit dem heutigen Tagestief. 9936, erster Take Profit beim Schluss dieser Kurslücke, zweiter Take Profit dann beim Schluss dieser Kurslücke. DAX Tageschart nochmal die aktuelle Situation hier. Wir laufen im Moment bzw. per Tagesschlusskurs heute über diesen letzten Punkt 3 drüber. Das heißt, wir haben jetzt keine Shortlage mehr, sondern wir haben jetzt hier aus Sicht der Markttechnik eine Long-Situation, also ein Kaufsignal, weil wir einfach den Abwärtstrend, der sich hier ausgebildet hatte, zunächst mal mit Überwinden dieses Punkt 3 erbrechen und nach oben die Luft freimachen. Problem ist aber, dass natürlich hier als Deckel der EMA 200 drauf liegt. Das heißt hier jetzt die Situation, dass der Kurs hier am EMA 200 sehr, sehr oft abprallt. Also oftmals, wenn er lange nicht mehr da war, hier ist es so, dass er sich da aufgehalten hat, okay. Aber wenn er lange nicht mehr da war an diesem EMA 200, dann wird der Markt oftmals hier von diesem Kursbereich dann also ein bisschen gestürzt oder gedeckelt. Und die Situation haben wir eben jetzt, dass also die aktuelle Aufwärtssituation, die wir hier im Wochenchart tendenziell gesehen haben und jetzt eben hier durch diesen Trendbruch auch sehen nochmal, eine recht schöne ist für die Bullen, aber eben nach oben hin recht gedeckelt ist. Ich zeichne mal kurz den aktuell vorherrschenden Trend hier ein. Das heißt, ich möchte blau markieren, wie sich der letzte Trend jetzt hier entwickelt hat. Wir haben also einen Anstieg gehabt, dann natürlich auch wieder eine Korrekturphase in der ersten Welle. Dann haben wir einen zweiten Anstieg nach dieser Korrektur. Der hat also auch wieder eine Erholung dann nach sich gezogen gehabt und dementsprechend sind wir also in der Welle 1, 2, 3, 4 und jetzt läuft gerade die fünfte Welle nach oben und die hat jetzt zum Ziel hier genau die 200-Tage-Linie in ihrer Projektion. Das heißt, sie wird dem Kurs ja noch etwas entgegenkommen. Das heißt, sie ist morgen etwas tiefer als sie heute ist. Roundabout steht sie aber hier im Moment bei 10.242,08, eben gerade auf Basis des heutigen Schlusses und morgen steht sie dann tendenziell etwas tiefer. Hier also für die Bullen im Moment ganz schlechte Karten. Zudem haben wir gerade gesehen, dass sich tendenziell auch Kurslücken schließen. Das heißt, eine nächste Erholung wäre dann entweder direkt, also ein direkter Schluss der Kurslücken, wie gerade im Stundenchart gezeigt, oder demnächst möglich und dementsprechend ist die bullische Seite eben im Moment zwar de facto im Tageschart gegeben, im Stundenchart natürlich auch, aber es sieht alles nicht ganz so prickelnd aus hier. Also für diese Woche das Ziel erreichen der 200-Tage-Linie bei 10.242 Punkten und danach eine eingeleitete Korrektur abwärts gerichtet. Das trifft auch ganz gut natürlich hier
dem Fed-Zinsentscheid wieder überein, denn wir haben also hier nicht mehr bedingt jetzt durch dieses Event, das bevorsteht, die Situation, dass wir uns hier weit bewegen können, sondern wir erwarten eher, dass der Markt jetzt so eine gewisse Ruhe wieder, Ruhephase einnimmt und eben hier wie das Kaninchen vor der Schlange sitzend in die Wartestellung übergeht. Die Situation für den DAX ist also relativ klar aus meiner Sicht. Wir haben ein positives Signal aus der Markttechnik. Wir haben einen Deckel aus Sicht der klassischen Charttechnik. Dementsprechend also hier aus meiner Sicht, wie genau auch letzte Woche, hier kein Handlungsbedarf. Schauen wir uns die aktuellen Trading-Positionen an. Wie sieht es also hier im British Pfund US-Dollar aus beispielsweise? Wir sind im Short-Modus. Wir haben hier oben in der grünen Linie eine Position verkauft. Und dementsprechend dann sogar noch eine zweite hier auch eröffnet, um Teilverkäufe zu realisieren, sind auch leicht im Buchgewinn in dieser Position. Stop-Loss ist am letzten Verlaufshoch aus Sicht des Tagescharts. Dementsprechend hier keine Veränderung notwendig. Die Position ist weiterhin gerechtfertigt, weil wir einen Abwärtstrend haben. Das ist ganz, ganz klar. Der Stop-Loss darf nicht verschoben werden. Und dementsprechend halten wir hier die Füße still und hoffen einfach, dass er nach unten weggeht. Euro-japanische Yen. Situation ist relativ komfortabel, falls jemand den Trade noch mitgehen möchte. Immer noch Situation, dass wir hier einen wunderbaren Abwärtstrend gesehen haben, Position eröffnet haben, als wir zurückgelaufen sind an die alten Ausbruchsniveaus, an diese alte Unterstützungszone und dementsprechend hier das Stop-Loss auch wiederum auf dem letzten Verlaufshoch aus Sicht der Markttechnik liegt. Zwei Positionen Short sind avisiert, beziehungsweise sind sie sogar schon aktiviert. Dementsprechend wäre der Einstieg hier noch möglich. US-Dollar, kanadischer Dollar mit einer auch recht schönen Situation hier. Leicht im Buchverlust. Schauen wir uns nochmal an. Wir haben einen Aufwärtstrend gehabt. Starke Korrekturphase und jetzt eben die Position in Richtung des übergeordneten Trends aktiviert. Schauen wir uns nochmal kurz an für diejenigen, die es vielleicht gar nicht mitbekommen haben. Obwohl das jetzt schon zeitlang her ist, auch dass wir den Trade geplant haben. Warum sind wir den eingegangen? Weil einfach hier der Trend sehr, sehr stark war. Dementsprechend die Korrektur gelaufen ist bis zum alten Ausbruchsniveau, dem alten Punkt 2. Wir sind jetzt sogar noch etwas tiefer gelaufen, aber wir behalten uns hier das Haupteffizienzlevel beides. Dementsprechend auch bedeutet, dass der Markt hier tatsächlich jetzt wieder den Magneten gefunden hat, dort verweilen kann und sich dort auch großzügig erholen kann und hier dieser Trade also durchaus immer noch sehr interessant ist. Stop-Loss liegt und im letzten Tief aus Sicht der Markttechnik, Take-Profit liegt hier oben bei 1,46 am letzten Hoch. Das war der US-Dollar, kanadische Dollar. Schauen wir uns ein British Pfund gegen japanische Yen nochmal an. Situation auch hier relativ schön. Wir haben einen Abwärtstrend. Wir haben eine markttechnische Fraktallage. Das heißt, wir haben also hier schöne ausgebildete Elemente dieses Trends. Wir sind weitergelaufen, haben den Trend bestätigt und warten jetzt sozusagen wieder genau darauf, dass eben die Korrektur hier läuft bis zum alten Ausbruchslevel. Stop-Loss liegt über den letzten Hoch drüber und dementsprechend der Take-Profit hier unten bei 175 Stop-Loss und bei 147,76 der Take-Profit. Chance-Risiko-Verhältnis bei dieser Position grob 2 zu 1. So, dann wollen wir mal kurz die anderen Währungspärchen noch durchchecken, wobei wir es ja auch in Frankfurt erst gemacht haben am Donnerstag. Das heißt, es hat sich seitdem mit hoher Sicherheit so gut wie gar nichts verändert. US-Dollar-Yen ist weiterhin uninteressant, weil wir einfach hier im Wochenchart ein Kaufsignal haben, im Tageschart einen Abwärtstrend haben. Das heißt, das widerspricht sich natürlich vollkommen. Muss ich mal ganz kurz schauen. British Pfund US-Dollar läuft sowieso. British Pfund Yen läuft auch. Euro US-Dollar, gut, den könnte man sich jetzt nochmal anschauen, obwohl wir hier keinen Trade laufen haben. Situation am Donnerstag schon erläutert. Es ist schwierig im Euro US-Dollar im Moment zu traden. Fehlsignale auf der Oberseite, auf der Unterkante. Fehlsignale aus Sicht der Charttechnik. Ganz klassisch hier also eine SKS-Formation gewesen. Ausgestoppt nach oben. Also ein Fehlsignal. Dann den EMA überwunden, den EMA unterschritten, den EMA überwunden. Heute überunterschreitet man gerade wieder auf
Basis der aktuellen Kurse. Dementsprechend also hier unbedingt die gleitenden Durchschnitte zu beachten. Sie ziehen sich zusammen, sie laufen von links nach rechts über den Bildschirm und sagen uns einfach, hier ist die Luft raus. Schaut euch einfach den langfristigen Wochenchart nochmal an, wenn es euch da juckt in den Fingern. Wir laufen seit einem Jahr grob von links nach rechts und machen hier nichts Sinnvolles. Von daher bleibt der Euro-US-Dollar leider, zumindest aus Sicht der Tagescharts und der Wochencharts, sehr, sehr uninteressant. Tagesschart genau am EMA 200, von daher macht es auch eher im Stundenchart hier für mich überhaupt keinen Sinn, Positionen aufzubauen oder abzubauen. Schauen wir wie immer auch an dieser Stelle auf den Goldpreis, der jetzt hier in die Erholung geht, ganz, ganz deutlich sogar heute. Wir sehen nochmal die Situation, dass wir hier eventuell, wenn wir unbedingt möchten, eine Trendlinie einzeichnen hätte können, die jetzt aber nach unten durchbrochen wird. Das heißt, auch hier haben wir eine Signallage, die gegen den großen übergeordneten Trend spricht. Und so richtig eine horizontale, saubere Unterstützungszone finde ich hier nicht. Das heißt, der Goldpreis ist an sich im Moment nicht trading-relevant und dementsprechend uninteressant. Rohöl, Brent, schauen wir es uns an, die Situation. Ich hatte es letzte Woche schon mal vorgestellt. Trend ist abwärts gerichtet. Wir sind unter dem EMA 200, das ist der Tageschart hier. Situation ist diese, dass es hier eine Cluster gibt im Bereich 47, ja, zwischen 46 und 48, sagen wir es mal ganz grob, weil es im Moment noch nicht so interessant ist. Ja, hier wäre es also gut, wenn der Kurs irgendwann da mal ankommt, eine Short-Position einzugehen aus meiner Sicht. Bis dahin sollte man aber nicht unbedingt auch long traden, weil es einfach gegen den Trend läuft. Man kann aber, wenn man im Ölpreis unbedingt traden möchte, bei 37,36, also dieser alten horizontalen Unterstützung, reingehen in den Markt und eben hier oben wieder verkaufen. Das Problem ist so ein bisschen, dass sich kein ordentlicher zum CFV passender Stop-Loss hier ableiten lässt. Dementsprechend lassen wir auch Öl an dieser Stelle weiter an der Seitenlinie liegen und schauen noch mal auf den Bund Future. Der hat sich zuletzt deutlich erholen müssen bzw. erholen können und auch hier ist die Situation weiterhin aber unverändert. Wir warten auf einen etwas größeren Rücksetzer hier an die alten Ausbruchsniveaus heran, an das 61er Fibo bzw. 50er Fibo, Entschuldigung, hier im Bereich 158,9. Wollen wir also eventuell da reingehen? Im Moment ist es noch nicht der Fall. Damit sind wir an sich durch mit den Hauptmärkten und die Frage wäre an euch gerichtet hier. Gibt es Wünsche, die ihr habt? Gibt es Basiswerte, die ihr euch gerne noch anschauen wollen würdet? Einzelne Aktien beispielsweise. Habt ihr andere Fragen, anderweitige Interessen hier noch? Dann können wir das gerne durchsprechen. Ansonsten sind wir an dieser Stelle hier mit dem Wochenausblick schon mal so weit durch. Positionen sind nicht zu verändern im Moment. Alles wie am Donnerstag besprochen. Hartmut schreibt mir noch Austral-Dollar, US-Dollar. Hat man aber auch, glaube ich, am letzten Montag schon mal besprochen. Situation ist einfach diese. Ja, hat man letzte Woche Montag auch schon besprochen, genau, weil wir hier rausgeflogen sind, sogar aus dem Trade. Schaut euch das nochmal an. Die alte Signallage oft erläutert das Ganze. Abwärtstrend, kurze Erholung, technisches Doppeltop und dann Verkaufssignale durch Unterschreiten der letzten Tiefs. Sogar neues, ein großes Tief ausgebildet. Hätte eigentlich dann auch nach unten gehen sollen, hat aber sich komplett einmal gedreht, das ganze Bild, und ist jetzt über den EMA 200, über diese alten Tiefs gestiegen. Für mich trotzdem im Wochenchart uninteressant, weil schaut euch die kleinen Durchschnitte an. Im Wochenchart sieht die Aufwärtsstrecke, die im Tageschart so toll aussah, gar nicht mehr so prickelnd aus und wir sehen auch hier relativ nah am aktuellen Kursbild die nächsten horizontalen Widerstände. Das heißt, es ist einfach im Austral-Dollar, US-Dollar überhaupt nichts zu holen im Moment. Es hatte eine sehr schöne Signallage gegeben und es ist eigentlich schade, sage ich mal, dass der Trend keinen Fortbestand hatte, aber hier ist es eben so, dass wir nach oben nicht traden können, beziehungsweise nicht dürfen. Aus meiner Sicht und nach unten hin im Moment einfach die Kurse viel zu weit gestiegen sind. Aber danke an Hartmut nochmal für die
Frage dazu, sonst hat man den vielleicht ein bisschen vergessen. Und dann die Frage von Lennart. Lennart, ich habe deine E-Mail übrigens gelesen, habe sie überhaupt auch nicht vergessen. Und dementsprechend würde ich dich also einfach nur mal kurz um Geduld bitten, weil ich noch gar nicht so richtig dazu gekommen bin, in Frankfurt hier Antworten zu tippen. Aber du wirst auf jeden Fall noch eine E-Mail natürlich von mir bekommen. Schaut euch den S&P 500 mal an, im Wochenchart langfristig das Ganze. Natürlich super bullisch. Aktien, wissen wir, steigen tendenziell über die Dekaden immer an, als dass sie abfallen. Wir haben es im S&P 500 sogar gesehen, dass der EMA 200 hier wieder mal erreicht wurde. Dementsprechend aus Sicht des langfristigsten Chartbilds hier im S&P 500 ein Kaufsignal bzw. eine grüne Ampel. Da hätten wir vor 2 Wochen haben wir die Tagescharts noch gelb eingefärbt gehabt, weil wir einfach hier aus Sicht des EMA 200 nach unten gelaufen gewesen sind und dementsprechend hier das Ganze sich so ein bisschen um die gleitenden Durchschnitte in auch so einer langwierigen, blöden Seitwärtsphase abgespielt hatte. Das hatte ich gesagt am Donnerstag in Frankfurt, man könnte eventuell bei 1.995 mal eine Short Trade machen. Macht auch durchaus Sinn, wenn man sich die Linie nochmal anschaut. Wir hatten ja gesagt, aus Sicht der Charttechnik, je öfter eine solche Horizontallinie hier bestätigt wird, und sie wurde bestimmt 10-mal bestätigt, desto stärker ist sie. Deswegen war hier so ein bisschen davon auszugehen, immer 200 und starker Widerstand deckeln das Ganze und der Markt dreht uns hier nach unten weg. Jetzt ist es natürlich so, wenn man einen Bereich ermittelt hat, der eigentlich den Markt nach unten wegdrücken sollte, aber der Markt das überhaupt nicht wahrnimmt und hier nach oben steigt, dann ist das entweder ein Fundamental-Event und das ist natürlich hier mit der EZB-Entscheidung überhaupt der Fall gewesen. Das heißt, hier hat uns die fundamentale Lage einfach das Bild wieder verändert. Das passiert nun mal so, das können wir überhaupt auch nicht beeinflussen. Da muss die Charttechnik dann in die zweite Linie gehen, das ist überhaupt kein Problem. Aber hier ist es jetzt natürlich so, dass ein Überwinden einer solchen starken Widerstandslinie auch wiederum jetzt als starkes Kaufsignal gilt, weil was vorher Widerstand war, wird jetzt zur Unterstützung und dementsprechend über dem 200-Tage-Durchschnitt jetzt, Tagesschlusskurs am Freitag, über dem starken Horizontalniveau 1.995 wäre der S&P 500 jetzt ehrlich gesagt für mich sogar bullisch zu sehen. Was so ein bisschen dagegen spricht, ist, wenn man diese beiden Tiefs bzw. Hochs miteinander verbindet und eine Trendlinie draus macht und dann auch diese beiden miteinander verbindet, dann sieht man, dass wir jetzt aus Sicht der Charttechnik so ein bisschen die eine zwar genommen haben, aber nach oben hin dann bald schon wieder die nächste kommt und auch das Volumen dann dick wird. Das heißt hier die Dynamik abnimmt. Wenn man den Long Trade macht, würde ich ihn sehr eng absichern. Das heißt, man würde jetzt reingehen in den Markt. Okay, da gehe ich vollkommen mit, aber ich würde den Stop-Loss legen hier unter das Tief der letzten Woche. Das heißt, ein Kassa-Index jetzt S&P 500 bei 1.969 Punkten. Hier also der Stop-Loss drin und dann eben der Take-Profit, aber vom CRV gar nicht mal so prickelnd. Das heißt, auch hier ist leider langweilig, ich weiß schon, aber ich würde mich hier so ein bisschen weiterhin an der Seitenlinie halten und wie gesagt, die aktuellen Trades sind aus meiner Sicht ausreichend. Lennart, ich danke dir für die Geduld, wie gesagt, für deine Fragen per E-Mail und auch für die Nennung des S&P 500 an dieser Stelle. Wenn ihr ansonsten nichts mehr habt an der Stelle, wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Wer morgen in Berlin dabei ist, dem wünsche ich auch ganz viel Spaß mit dem Stefan. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Woche Montag dabei seid oder natürlich auch gerne, wie immer, per E-Mail was von euch hören lasst, info@trading-das.de, dann findet ihr den Weg zu uns und wir sind da gerne bereit, auch mit euch ein bisschen praxisnah das Ganze zu bearbeiten. Danke an euch, bis zum nächsten Mal und danke auch an Argus FX natürlich, wie immer, die das Webinar hier möglich machen. Ich wünsche euch eine gute Woche und tschüss von mir.